Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Selbstverständlich schließe auch ich mich dem Dank an für die gute Zusammenarbeit, die natürlich manchmal auch den einen oder anderen Haken hatte. Aber so ist das, auch in Familien. Man hat auch nicht immer nur gute Tage. Herausforderungen sind da sicherlich das Alltägliche. Und moderne Familienpolitik muss der Vielfalt von Familienformen Rechnung tragen. Das ist hier schon vielfach angeklungen. Sie muss aber auch die einzelnen Beteiligten von Familie und ihre jeweils speziellen Bedürfnisse in den Blick nehmen. Und vor diesem Hintergrund ist es eine spezielle und uns Grünen besonders wichtige Linie in diesem Bericht gewesen, dass wir auch einen gendersensiblen Blick auf die unterschiedlichen Herausforderungen von Frauen und Männern beim täglichen Doing Family setzen. Frauen und Männer, und Kollege Melzer hat das gerade schon gesagt, wünschen sich ein partnerschaftliches Modell, nicht nur eben beim Diskutieren darüber, sondern eben auch bei der Aufteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit. Allein die Realität sieht leider in vielen Fällen immer noch anders aus. Und die Zahlen einer aktuellen WZB-Studie unterstreichen noch mal, warum es wichtig und richtig gewesen ist, das auch in diesem Bericht noch mal so deutlich aufzugreifen. Denn auch hier sagen 75% der befragten Väter, sie würden gerne weniger arbeiten. Leider sagen sie aber auch, dass zu 46%, dass sie keine passende Stelle finden, oder sogar zu 36%, dass in ihren Betrieben Teilzeit für Väter nicht üblich ist oder ihre Vorgesetzten gar explizit dagegen sind. Das zeigt auf, hier ist durchaus noch Handlungsbedarf, und dort sind die öffentlichen Arbeitgeber selbstverständlich als Vorbilder gefragt, aber eben auch die privaten Betriebe, die Tarifpartner etc. als wichtige Partner. Sorgeaufgaben, liebe Kolleginnen und Kollegen, dürfen aber eben auch kein Armutsrisiko sein. Insbesondere Alleinerziehende, und von ihnen ist der allergrößte Teil weiblich, und ihre Kinder tragen in diesem Land leider nach wie vor ein besonders hohes Armutsrisiko. Und die mangelhafte Vereinbarkeit gerade für Frauen und gerade für Alleinerziehende trägt oftmals dazu bei, dass ihre prekären Beschäftigungsverhältnisse im Lebensverlauf für sie ein erhebliches Armutsrisiko bergen. Und schwierige ökonomische Verhältnisse im Heute sind leider der Ausgangspunkt für Altersarmut morgen. Auch dem muss moderne Familienpolitik Rechnung tragen. Und zum Schluss noch ein Bezug darauf: Vereinbarungen und Unterstützung sind aber auch eine Frage von Bündelung. Deshalb bin ich froh, dass wir uns auch darauf verständigt haben in der Familienenquete, dass beispielsweise Familienbüros, vorhin ist es schon angeklungen, zur zeitlichen und organisatorischen Entlastung von Familien beitragen können, weil sie Leistungen aus einer Hand bündeln. Und auch hier ist die Frage der Zeit noch eine, die für viele Familien wichtig ist. Und dort hat uns der Gutachter Mückenberg, Professor Mückenberger, attestiert, dass es gute Ausgangsbedingungen gibt. Lassen Sie uns also gemeinsam an diesen Fragestellungen weiterarbeiten, gerne auch in der familiären, manchmal guten, manchmal anstrengenden Atmosphäre wie bisher. Vielen Dank.